Hallo zusammen, willkommen zurück bei Subsistence. Wir haben noch einiges zu tun und heute geht es erstmal wieder ans Looten. Wir müssen ja Eisenbahn besorgen, wir wollen ja unser Gewächshaus vervollständigen und für die Scheiben brauchen wir massig Eisenbahn. Ich war jetzt schon mal auf einer Loot-Tour, denn das würde nämlich zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn ich das ständig mit euch gemeinsam machen würde. Und daher war ich jetzt mal unterwegs. Ich habe jetzt alles drin gelassen, was ich unterwegs aufgabeln konnte, gefunden habe. War bevorzugt auf Erze, habe natürlich auch ordentlich mal Holz geschlagen, haben wir jetzt 129 Holz wieder neu. Und ich überlege gerade, es ist nämlich schon wieder ein Tag her, ich habe, was habe ich denn nur erlegt, ein Bär oder ein Wolf? Ich glaube gar nichts von beiden. Ich hatte ein paar Banditen überrascht, die gerade einen Bär erlegt haben. Genauso war das. Die Banditen hatten leider nur Unfug dabei. Nichts Nützliches, war wirklich schade. Und naja gut, den Bär, den konnte ich dann noch looten. Und dann tun wir den jetzt mal hier direkt verwerten. Wollen wir das vergessen. Das Fett rein. Und die Leber können wir uns eigentlich direkt mal hier braten. Wir hatten doch hier Leber mit Zwiebeln. Da machen wir doch uns direkt mal hier schönes Frühstück. Obwohl, brauchen wir gar nicht, aber wir können es ja erstmal haben. So, ein Blick in die Raffinerie. Da gibt es noch viel zu tun. Wir haben jetzt ja zwei Slots drin. Den hatte ich in der, glaube in der vorletzten Folge mal aufgewertet, dass wir jetzt hier eine zweite Kammer drin haben. Und da lassen wir erstmal Eisen und verlohnt sich nicht. Ja, irgendwas müssen wir durchlaufen lassen. Lassen wir mal den Sandstein mit durchlaufen. So, das haben wir alles drin. Okay, soweit. So, 34 Eisenfragmente. 34 Eisenfragmente. Haben wir jetzt hier noch was? Zwei Perlen hatten wir noch. Und hier erstmal den Rest rein und dann gucken wir gleich, weil ich wollte gerne noch draußen einen Windrad upgraden, was wir dafür benötigen. Das holen wir uns dann gleich wieder raus. So, Munition, Schießpulver. Warum brutzelt denn das jetzt nicht mehr? Was war denn das für ein Brutzelgeräusch? Unser Ofen. Ach, unser Ofen war das. Gut, dass er gebrutzelt hat. Sonst hätte ich ihn nämlich schon wieder vergessen. Das packen wir uns in den Kühlschrank rein. Die Leber gleich verwertet. Die Erdbeere, die würde ich direkt... Oder gibt es auch Erdbeermarmelade? Ist eine gute Frage jetzt. Das weiß ich nämlich nicht. Vielleicht sammeln wir einfach mal die Erdbeeren. Okay. Ja, neun Baumlaufen. Habt ihr gesehen? Neun Baumlaufen. Ich bin auch bevorzugt immer die großen Bäume angelaufen. Denn wir haben ja draußen, jetzt fällt es wieder ein, unsere Fischreuse aufgestellt. Da gucken wir auch gleich mal rein. Die hat man gemeinsam ins Wasser gepackt. Es ist jetzt Tag später. Ich war jetzt einen Tag looten, habe da jetzt noch nicht wieder reingeguckt. Machen wir sofort mal. So, das kann mit rein. Wir gehen auch gleich noch zu den Bädern heute. Wir haben noch einiges zu tun. Wie haben wir denn überhaupt heute fertig? Ist ja wirklich Wahnsinn, was mir jetzt so alles noch einfällt. Ich sag mal, das Problem, ich spiele jetzt nicht wirklich hier Stück am Stück, nehme die Videos auf. Ich spiele einfach mal. Zum Beispiel habe ich heute Lust, nehme ein Video auf und dann mache ich einfach mal noch hinten dran so einen Ingame-Tag, wo ich einfach mal gemütlich looten gehe. Dann mache ich mal einen Tag Pause und dann kommt wieder eine Aufnahme und dann muss ich halt immer überlegen, was hatten wir in der letzten Folge gemacht, weil das ist ja dann doch schon zwei Tage her. Klingt nicht viel, aber ist wirklich zwei Tage her.
Okay, wartet mal. Wir können jetzt nicht alles Energie verballern. Mir ist nämlich gerade eingefallen, wir brauchen ja auch Masse fürs Upgrade. Wir brauchen eine Eisenbahn, wir brauchen fünfmal Schrott, eine Platine und ein Seil. Hier haben wir nichts davon. Eine Platine und Seile haben wir nicht. Stellen wir uns aber direkt mal her. So, machen wir mal 5 Seile, stellen wir uns her. Haben wir gleich ein paar auf Vorrat. Und dann tun wir heute noch ein Windrad upgraden, Stufe 2. Stufe 1 haben wir. Strom pro Sekunde 0,02, Wind 5,2 Meilen pro Stunde, braucht 90 Masse ausführen. Gut, haben wir jetzt mal hier. Ja, man sieht es nicht, man weiß es halt nicht, wie es intern gerechnet wird. Vielleicht ist noch eine Kommastelle hinten dran, dass es doch einen Tick mehr gibt. So, dann, was wollten wir denn noch machen? Genau, die Masse haben wir verbraucht. Wir haben gebrutzelt. Ich baue gerade Seile. Das können wir reinpacken. Eisenbahn können wir jetzt nicht herstellen, da brauchen wir wieder Masse dafür. Seil rein. Ja. Ups. So, gleich sind wir fertig. Keine Angst. Dann habt ihr es geschafft hier mit den vielen Kisten geguckt und wir haben Dietrich mit. Das ist wichtig für unsere Lootrunde. Wir brauchen aber noch ein bisschen Obst, Gemüse. Da esse ich erstmal mal die ganzen Mohrrüben. Ach komm, was soll's. Wir gehen mal fix ernten. Ist doch schade. Ist doch schade, wenn das hier alles fertig dasteht. Ich hatte zwar vor, die Beete jetzt leer zu laufen, ja, laufen zu lassen und dann da drüben ins neue Gewächshaus zu pflanzen, aber das dauert noch, das dauert noch. Ich würde sagen, wir können ja ordentlich Tomatensuppe kochen. 3 Beete voller Tomaten. Der große Erntetag. Was wächst hier? Genau, hier hat man die Baumwolle. So, 3 Beete. Wir haben, oh, keine Ahnung, wie viel das vorher waren. Ich glaube aber über 40 Tomaten. 2, 4, 6, 8, 16. 16 mal 3 macht 30, 48. Kann das sein? Könnte sein. Brauchen jetzt 24 Samen. Ich gehe mal kurz gucken, ob wir noch was in der Kiste haben, was weg muss. Nicht wirklich. Erstmal hier unser Baumwollbeet ordentlich gießen, düngen. Und dann ziehen wir jetzt mal ordentlich Samen. Was brauchen wir denn eigentlich? 2, 4, 6, 8, 24, wirklich 24.
etwas Wasser so drin. Dünger hat nicht ganz gereicht. Da haben wir das jetzt auch durch. Ach, was wir machen müssen. Wir müssen mal bei die Hühner gucken. Ich habe gesehen, hier war ein Huhn auf Level 10 und ich habe schon ewig nicht mehr in den Stall reingeschaut, ja. Wir brauchen auf jeden Fall wieder neues Wasser und wir packen den mal hier Schokoriegel und zwei Tomaten rein. So, warum ist denn hier? Haben wir es auf Level 10? Töten, schlachten, einsortieren, 6-mal neues Fett, bringt rein in den Ofen, den Bräuner, 10 Stück haben wir davon schon, Wahnsinn. Okay. So, was hatten wir hier unten eigentlich immer sonst drin? Wasser? Irgendwas fehlt noch. Wir haben Shotgun mit, wir haben Gewehr mit, wir haben das Beil mit, die Picke mit. Oh, wartet mal, hier ist wieder Action. Das ist wie so Mag. Da rennt ein Bär. Das ist immer wie so ein Magnet für mich. Wenn ich Action höre, muss ich hingucken. Ne, es war ein Schwein. Hat aber volles Leben. Uns ist heiß. Das ist ganz schlecht. Machen wir uns mal nackig. Und sieht ja keiner hier. Warte mal, der ist angeschossen. Ich glaube, wir sind zu spät. Um jetzt hier noch eine Leiche von so einem Banditen zu finden. Checken wir nochmal unsere Fallen. Eventuell müssen wir die sogar nochmal reparieren. So, beide sind leer. 146 Haltbarkeit, das ist noch okay. Und unsere Fischreuse. Da ist Fisch drin. Nee, doch. Und noch ein Flusskrebs. Und beködert ist er auch noch. Flusskrebs bringt ja auch richtig schöne Bonuswerte. Die werden wir uns jetzt mal. Nochmal kochen. Dann seht ihr das gleich nochmal. So, und den kleinen Fisch. Machen wir wie gehabt, den packen wir einfach rein. Dann kann der wieder hier zu verdorbenes Essen werden.
Und für nächsten Winter haben wir dann ordentlich für Wärmepacks gesorgt. Jetzt pass mal auf, dass der hier nicht kokelt. Wäre doch schade. Wäre doch schade. 49. Generator könnte man ausmachen. Haben wir genug Energie da. So, der ist halb gar. Und da ist er gar. Nehmen wir mal rüber. So, bringt Eiweiß 21, Rups Gemüse ist ja logisch, plus 2 und Höchstgesundheit 005, Höchstausdauer 007. Kann sich eigentlich sehen lassen. Den verputzen wir direkt. Uns ist immer noch heiß. Wir müssen raus aus unserer Bude hier. Das wird nichts. Ich wollte noch schnell mal vorsichtshalber noch Wasser einsetzen, im Fall wir kommen durstig zurück, durstig nach Heim. Ja, nach Heim, nach Hause. Vier Bretter, vier Metall und zwei von den Stricken. Bretter. Ja, gehen wir mal in unser Lieblingsgebiet auf der Suche nach einer Raritätenkiste. Ich bin jetzt erschrocken. Kann ich euch auch mal erzählen. Ich hatte ja letztens, wo ihr nicht dabei wart, einen Bären erlegt. Ich habe den versucht, ja mit dem Unterhebel-Repetiergewehr zu erlegen. Das war wirklich katastrophal. Das hat so wenig Schaden gemacht. Ich war da ein bisschen enttäuscht. Daher, ich überlege nämlich gerade, den Elch würde ich mir gerne holen da hinten. Haben wir jetzt aber einen Wolf im Weg. Wenn er noch zu den Banditen läuft, ist noch schlechter. So, einmal hammern. Wölfe überall. So, Shotgun ist geladen. Ja, schön. Ja, ein schönes Rippenstück. Ein paar neue Sehnen, 4 Stück. Geweih. Und noch eine Leber. Naja, so weit sind wir noch nicht. Ja, Wolf ist gut. Schaffen das direkt mal zurück, dass es nicht verdirbt. Jetzt bloß mal gucken. Haben wir den Wolf abgehangen? Jo, Hammer. Ja gut, das schaffen wir heute nicht mal mit Luden. Ich merke schon, die Zeit verrennt wie im Flug. Und das wird sicherlich gleich dunkel werden. Aber wir haben ja gute Ausbeute gemacht. Wir haben schön Elch erlegen können. Wollt mal gucken. Manchmal sieht man direkt noch eine Muschel. Aber Seegras voraus. Und einen Sandstein.
jetzt aber schnell raus. Meine Mutti hat immer gesagt, wenn es gewittert, raus aus dem Wasser. Jetzt auch schon 7 Stück davon, eine neue Leber, das Fett kommt mit hier rein, das läuft ja heute richtig gut hier, 23 haben wir schon, das Fett, Sehne, Geweih und Leder. Kleines Ründchen gehen wir noch. Das war ja jetzt nichts. Jetzt waren wir auch ein bisschen abgelenkt. Müssten wir nicht mal... Warte mal, wir nehmen mal noch eine Patrone mit. Wie viel haben wir denn? Wo haben wir denn so viel Patronen her? Wow. Sind wieder aufgeladen. Da ist ein Hühnchen. Ah, hier guckt, hier liegt er. Wow. Schnell nehmen. 2 Waffenteile und eine Patrone. Tatsache, da lag der wirklich noch hier. Aber hier stand genau vor der Bär. Gut zu wissen, dass das doch länger liegt. Ich dachte, das spoilt schon nach ein paar Minütchen. Aber jetzt dreht unser Windrad komplett durch. Hühnchen rennen. Renn bloß nicht zu den Banditen. Oh, da waren sie schon, die Banditen. Und der Six hatte gefragt, ob so ein Hühnchen auch die Luft anhalten kann, wenn wir tauchen. Das testen wir gleich mal. Was da passiert, wenn man mit einem Hühnchen im Rucksack taucht. So, dem Hühnchen geht's noch gut. Noch. Hier sind all die Muscheln. Hier sind sie geblieben. Sandstein. Oh ja, unser Freund der Geier. Er kreist schon wieder. Mal sehen, ob er was fängt. Nee. Er dachte nur, wir sind am Angeln, aber von wegen. Es reizt mich, das zu versuchen. Nee, unser Hühnchen lebt. Also man kann auch mit dem Huhn im Gepäck tauchen.
Also das ist wirklich mal richtig, richtig Glück, was wir hier hatten. Vier von den Muscheln innerhalb von einer Minute gefunden. Ach, jetzt frieren wir wieder. Erst war uns heiß. Schöne Ausbeute gemacht. Lass mal das nicht vergessen. Das Huhn direkt in den Stall rein. Und jetzt können wir mal vergleichen. Ich speichere mal, nicht, dass es wieder abstürzt. Ihr wisst, wäre nicht das erste Mal. Jetzt haben wir hier ein mit einem Upgrade 0,13. Und den haben wir abgegradet 0,16. Macht schon was aus. Ja, ich würde jetzt noch ein bisschen rumwerkeln hier und da noch mal kurz alles fit machen, ausladen, die Raffinerie wieder neu bestücken. Aber von euch würde ich mich schon mal verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt wieder Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.